Hallihallo, hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Let's Show. Diesmal Viscera Cleanup Detail Shadow Warrior. Und ja, starten wir doch mal mit der Arbeit. So. Und es geht los. Wir sind ein Saubermachtrupp. Ja. Keine Ahnung, wer hier gewütet hat. Vielleicht ein Spiel, was wir kennen. Aber wir sind jetzt da, wir müssen das mal ein bisschen sauber machen. Wir sind nämlich eine Putzkolonne. Ganze Blutflecken, ist ja ekelhaft. Das geht doch nicht. Oh. Ah, Mist. Mein Lappen ist dreckig. Oh nein. Jetzt wir sauber machen. Zack, wieder sauber machen. So, ja. Wie gesagt, geht es wirklich darum, dass man eine Reinigungskraft ist. Ja, und das beseitigt, was hier hinterlassen wurde. Oh, ist ja unmöglich. Ist ja unmöglich. Haben sie die ganze Zeit den ganzen Erdbeersaft getrunken? Das geht ja nicht. Und, haben sie aber ganz schön Party gemacht hier. Oh, es hört überhaupt nicht auf. So, sieht man irgendwas? What sort of party was this? Ja, ehrlich, was war das nur für eine Party? Oh, Oh, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Nehmen wir doch mal das hier. Das ist ja ekelhaft. Den Fuß, ja, da rein. Nimm da rein. So. Was haben wir hier denn noch so? Hm. Ja, das auch noch da rein. Ah. Mensch, wie konnte das denn nur passieren? Naja. Wir stellen keine Fragen. Schließlich werden wir dafür bezahlt. Ich möchte nicht wissen. Ja, das können wir doch selber behalten. Oh. Was haben wir hier für schöne Ausrüstung, Mensch? Ne, das Geld ist. Das lege ich hin, das hebe ich auf. So. Den Wurfstern. Ja, yeah, Ninja Style. Wir wissen nichts. Wir haben nichts gehört. Wir nehmen alles mit. Alles weg. Oh. Ist ja schade für die schöne Ming-Vase. Oh, die ist auch kaputt. Oh. Schade, schade, schade. Oh. So. Ja, wie gesagt, wir sind eine Putzkolonne und jetzt machen wir halt echt mal alles hier sauber. Ich glaube. Das sieht doch gut aus. Oh, ist zu viel. Ich wollte eigentlich die Kiste da reinschmeißen. Na los! Geht nicht. Oh. Das geht hier nur wieder ab. Achso, jetzt. Naja, machen wir halt alles so weg. Eine Pistole, Oh. Zack. Alles weg. Ich möchte das alles gar nicht sehen. Sind das nur noch Gehäusehöhlen? Ja, ja. Sonst müsste es rein theoretisch in die Luft gehen ein bisschen. Ah, ich sehe gerade.
Wir machen alles noch dreckiger, wie es ist. Was ist das? Naja. Ah, hier haben wir noch einen. Sorry, Miss. Tut mir echt leid. Einfach alles hier rein. Was ist das diesmal hier rein? Na super. Und Deckel mal zu dabei. So, was hat man hier ohne Glasscherbe? Ist hier schon einer verletzt? So. Wir haben doch alles verloren hier, oder? Nochmal da rein. Zack. So. Oh, nochmal Geld. Das Geld sammeln wir mal hier vorne. Zack. Oh. Na. Okay. Jetzt geht's. So bin ich zufrieden. Zack. Oh, nochmal Geld. Zack. Geld nehmen wir ja mit nachher. Wenn wir jemals wieder rauskommen. Ich habe ein wenig Angst. Aber ja, wie ist das eigentlich wirklich? Wer macht eigentlich den ganzen Scheiß sauber? Falls Triaden oder Yakuza oder andere mafiamäßigen Vereinigungen sowas abziehen. Das Geld tun wir mal wieder weg. So. Ofen fertig. Ah, sieht gut aus. Deckel zu. Na, rein mit dir. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, ist halt so mal. Oh nein, oh. Na. Das hätten wir nicht machen dürfen, wie es scheint. Naja. Machen wir mal alles so rein. Aber hört ihr das? Da kommt immer so ein Geschrei raus. Oder so ein so zombie-mäßig, würde ich jetzt mal sagen. Das brennen wir ja schon selber. Kiste hauen wir einfach auch hier so rein, wie sie ist. Zack. Da war da irgendwo noch so ein schöner Stern. Deckel zu. Deckel auf. Und nicht verbrannt. Gut. So, schauen wir mal kurz weiter. Ach du meine Güte, das hört überhaupt nicht auf hier. Wo ist man hier? Ein Enterprise. Oh. Yeah, clean again. Zack, oh, Geld. Geld, 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 Geld. Zack. Also die Kiste wollte ich eigentlich mal mitnehmen. Auf. Ja, sehr gut.
Rein mit der Kiste. Zack. Finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Mitkommen. Kopf auch mit. Passt überhaupt noch rein? Die Hand noch? Passt die noch rein? Dann nehmen wir die Kiste einfach mal mit wieder. Zack. So. Lass jetzt einfach mal alles auf. Nehmen das einfach alles so mit. Na. Sollst du da drinnen bleiben? So, richtig. Ah, da haben wir auch noch so einen Eimer. Oh, I remember you. Who's laughing now? So. Oh, alles haben sie liegen lassen. Alles haben sie liegen lassen. Zack. Das hier noch. Nee, das. Wobei die. Die können wir doch noch mit hier reinpacken. Oder? Die paar Kugeln noch. Zack. Oh. Zack. Müssen wir uns nicht wegen jedem kleinen Klimperkram dann hier Rinderlauf. Nehmen wir auch noch mit. Können wir den zufällig an die Wand schmeißen? Schade. Das wäre ja schön gewesen. Zack. Kiste mitnehmen. Klingt ja echt lecker. Oh, rein damit. Zu damit. So. Bein mitnehmen. Ich weiß noch nicht weg, aber genau. Können wir mal ein bisschen hier rumpfeifen. Ist sonst nichts los. So, zack. Zack. Sieht doch schon gar nicht mal so übel aus alles. Ich muss hier nur ein bisschen wischen, ja, aber ich glaube, das Blut ja an der. An der Stelle ist schon ziemlich eingetrocknet, so wie das aussieht. So, man, hier ist das Dudelsack. Sah beinahe so aus. Oh. Zack. Wäre bestimmt besser gewesen, wenn man einfach die Biohazard-Teile dahin gemacht hätte, hingestellt hätte und dann alles reingeräumt. Aber ich will lieber alles weg haben. Was hier so rumliegt. Ich möchte eigentlich, dass gar nichts mehr da ist. Das steckt. Aber jetzt gucken wir nochmal in die Koffer rein. Sofern das möglich ist. Oh, noch mehr Geld. Müssen wir jetzt das ganze Geld hier vorschleppen? Das ist nicht in ihr Ernst. Oh. Alle Spuren beseitigen, vergesst das nicht. So, aber irgendwie. Gucken wir gleich mal. Oh, da liegen ja auch noch ganz viele rum. Ah, hier ist ja auch noch alles voll. Ah, ah, ah. Jetzt schon die Kiste aufgehoben. Und hier sehe ich auch noch was. Zack, rein mit dir. Ah. Das erinnert mich an die. Ans Ende von Kill Bill. War das Teil 1 war das. Wo sie dann gekämpft hat gegen die ganzen. So ein bisschen fühle ich mich gerade. Das ist so eigentlich. Ja, was passierte danach? Wer hat die ganze Schlamassel weggeräumt?
So erinnert mich das ein wenig. Ja, egal ob es expensive ist, weg damit. Ah, selbst die kleinen Klipperglasscherben, die muss ich wegmachen. Mensch. Das möchte ich schon jetzt eigentlich fertig haben. Ich möchte ja, dass die Bude hier schön ist. Das Ganze hat auch Multiplayer, ja, also... Eigentlich hätte ich das mal... den restlichen Crazy Heap spielen müssen, dann wären wir schon da fertig gewesen. Zumal wir auch noch die Miss Crazy Playlist da haben. Ich möchte jetzt keine Vorurteile machen, aber ja, man sagt immer oft... Frauen putzen und hin und her, aber naja. Das möchte ich jetzt nicht einfach so sagen. Aber ich denke mal, zu dritt wären wir wirklich schneller fertig gewesen. Denn der eine immer schön wischen könnte, während die anderen hier den Scheiß wegräumen. Weil das sieht ja echt total schlimm aus. Oh. So, pointy. So, dann schauen wir doch gleich mal noch, wie wir... Ah, nee, ist noch nicht fertig. Hier ist noch alles voll. Oh. Was ist das? Kann ich das da reinmachen? Okay, anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht jetzt, ich habe jetzt ja auch vorhin noch gar nicht gelesen, was da so stand. Aber ja, wer weiß, was wir eigentlich hätten noch machen müssen. Oder was wir eigentlich noch machen können, oder gerade was das jetzt eben für ein leuchtendes Gerät war. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich einfach hier alles fertig mache, alles weg. Und dann bin ich der Meinung, damit zufrieden. Hä? Wo ist denn jetzt hin? Ist doch ein Zufall, dass da so ein komischer Ofen steht. Haben die den nur für uns hingestellt oder wird der noch zufällig von was anderes verwendet? Wer weiß das schon so genau? Wer weiß das schon so genau? Zack, zack, zack. Oh. Ich würde es wirklich interessieren, ob es hier so eine... Wo ist denn der Körper hin hier? Ob es hier vielleicht so eine Third Person an sich auch gibt. Wenn ich den Kram hier weg habe, dann gucke ich mal ganz kurz in der Steuerung, was es da so gibt. Ich bin hier kein Aufräumer, ich bin ja nur die Putzkolonne. Oh, hier ist er, echt schlimm. Hier liegt eigentlich überall Glas noch. Oh. Aber ich glaube, wenn das da hinten erstmal weg ist, dann machen wir erstmal ein bisschen Schrubber arbeiten hier. Nein, möchte ich jetzt nicht. So, das... Siehst du? So, es hätte auch viel besser eigentlich. Hätte man das hochkant reinstecken können, so eine Kiste? Hätte man es schneller weg gehabt, glaube ich, auch wieder. Jetzt sind wir hier 20 Mal hin und her gelaufen. Und haben die ganze Zeit verplempert. Naja, ich gehe jetzt mal mit dem Schrubber los. Machen wir mal zu hier. Schrubber. Schrubber. Machen wir mal von hier hinten sauber, würde ich sagen. Ob das so gut war. Egal, wir müssen jetzt mal den Eimer voll machen wieder. Was? Oh, den kann man auch wegschmeißen dann. Das ist doch doof.
Was soll das sein? Ah, die geht eine Leitung lang. Die geht hier lang. Da an die Wand. Aber... Oh nein. Und ich lege jetzt mal einfach nur dahin. Das ist doch doof. So, sieht doch schon ganz annehmlich hier aus. Oh. Ich mache immer noch Blutflecken auf dem Boden auf. Das finde ich nicht so schön. Sauber machen. So, und jetzt ist der bestimmt voll. Das können wir da. Guckt euch doch mal, das ist doch scheiße, ist das doch. Jetzt mehr wird das alles wieder voll hier. Da guckt euch das mal an, das ist doch. Ah. Wir haben eigentlich alles falsch gemacht bis jetzt. Wisst ihr was? Oh, erstmal nehmen wir das komische Radio mit hier, das nervt mir tierisch. Genau, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Also das ist jetzt mir gerade ein bisschen. Ach du heiliger Strohsack. Die sieht ja nicht besser aus. Oh mein Gott. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ja, ich kann gerade. Oh! Tut mir leid. Ich weiß nicht. Ich habe nichts berührt. Das ist schon ein bisschen. Wir nehmen da mal das Licht hier mit. Wir schauen uns mal ein bisschen weiter uns hier um. Hier kann man ja echt wahrscheinlich Stunden mit zubringen, die ganze Bude sauber zu machen. Sieht auch alles echt krass aus. Ups. Ich hoffe, das hat keinem gehört. Hallo, machen Sie mal die Tür auf. Hallo. Noch mehr Geld. Ich nehme es einfach mit. At least they didn't have a chain gun this time. Ja, ich möchte das Geld haben. Bin jetzt? Bin ich hier? Ich lege das Geld mal da runter, damit ich weiß, wo ich hin muss. Die ganze Zeit schon Blut hinter mir her? Nee, Glück gehabt. Laufen wir ein bisschen jetzt hier oben rum. Und ich glaube, dass das Gerät sagt uns, wie sauber manche Sachen sind. Denke ich jetzt einfach mal. Ist ja echt, wie das ja auch alles aussieht, das ist ja der Hammer. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, was hier so. Oh, schöne Dinge sauber ist, ja.
Ja, also an sich, wir hätten es anders machen sollen, aber guckt euch doch mal. Wie soll ich denn bitte schön das hier sauber kriegen? Ich könnte es höchstens noch dreckiger machen. Das wird so scheiße. Das komische Radio hier. Nehme ich jetzt mal mit. Geht doch. So. Ruhe im Karton. Ja. Das war's. Das war das wunderschöne Spiel. Wie gesagt, da gibt's auch noch viel, viel andere Level. Das Viscaria Cleanup Detail Shadow Warrior. Und ja. Wie gesagt, ihr seid die Putzkolonne. Ihr müsst einfach alles sauber halten. Und es ist gar nicht so einfach gewesen. Oh. Activate. Clock off. Finish the job. Nein. Ist okay. Wir gehen in Schande. Ja. Das war's auch schon wieder mit einem neuen Let's Show gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet wenigstens mal einen kleinen Einblick erhaschen von diesem Spiel. Wenn ihr noch mehr Let's Shows sehen wollt und auch mehr Videos von unseren oder mehr Let's Plays von uns, dann gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert den Channel. Und ja. Bis zum nächsten Let's Show Samstag. Ciao, ciao.